Es ist noch gar nicht so lange her, dass im Zuge des Corona-Crashs viele Technologieaktien an eine Kursrallye anschließend hinlegten, die mich zumindest an die Blase im neuen Markt um die Jahrtausendwende erinnerte. Doch im Gegensatz zu den damaligen Luftschlössern funktionieren einige der neueren Geschäftsmodelle durchaus. Und ich schaue mir jetzt einige der Hype-Aktien, nach Corona-Hype-Aktien an und verrate dir, ob nach den teils horrenden Kursverlusten diese Tech-Aktien aus meiner Sicht nun kaufenswert sind. Mein Name ist Thorsten Thiel, da geht es ums langfristige Investieren. Und wir investieren normalerweise in eher konservative Aktien mit, ohne Dividende. Und das bewährt sich auch, das sieht man ja auch an Echtzeit- oder Echtgelddepots in Echtzeit sozusagen, dem Starterdepot hier oder dem Dividendendepot jetzt auch. Aber es gibt auch Aktien, die kleiner sind, die etwas riskanter sind, die aber auch entsprechend hohes Renditepotenzial haben. Aber die haben jetzt zum Teil erstmal, wie ich eingangs schon sagte, sehr stark verloren. Und wir gucken uns jetzt mal eine Aktie davon an und ich möchte das bei Gefallen noch gerne fortsetzen und mir noch andere Aktien anschauen. Die Aktie Nummer 1, das wäre The Trade Desk. The Trade Desk, da geht es einfach darum, dass der Werbemarkt, der wird ja immer fragmentierter, weil man immer mehr Plattformen hat, auf denen man werben kann. Früher waren es nur die Offline-Plattformen und das lineare Fernsehen vielleicht dann noch. Heute ist aus dem linearen Fernsehen das Connected TV geworden. Also da wird dann noch gestreamt. Und wir haben Plattformen wie die Giganten Meta, sprich Facebook oder Instagram, oder Alphabet, sprich Google, YouTube, auf die man auch werben kann. Und damit ist man natürlich heillos überfordert als normaler Werbetreibender. Und The Trade Desk bündelt jetzt quasi das Marketingbudget für die Werbung, nimmt es und bietet dann eine Plattform, stellt eine Plattform zur Verfügung, mit der dann du als Werbetreibender sehr schön sehen kannst, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt, A und B, ob sich dein Investment in den jeweiligen Marketingkanal gelohnt hat. Und das ist also ein echter Mehrwert. Und deshalb schauen wir uns jetzt mal die Aktie an, denn wie auch so viele andere Aktien habt The Trade Desk verloren, allerdings im Vergleich zu anderen Aktien relativ moderat. Wir sehen hier The Trade Desk und wir haben hier im Jahr 2018, ging es also an die Börse, immer noch eine Performance jährlich von Kursgewinn, wenn man von Anfang an dabei gewesen wäre, am ersten Handelstag die Aktie gekauft hätte, von 41% Rendite. Nicht insgesamt wohlgemerkt, sondern übers komplette, also pro Jahr. Und wir haben momentan einen Kurs von 66,83 und wir sehen aber hier, dass wir einen Seitwärtslauf haben, im Prinzip seit ja, November 2020, also seit 3 Jahren, sehr volatile Seitwärtsbewegung. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir uns hier das anschauen, ob mittlerweile die Aktie günstig bewertet ist. Geschäftsmodell, glaube ich, ist mehr oder weniger klar. Das heißt, die zwicken einen Teil vom Werbebudget ab, zwischen 5 und 20%, je nachdem Provision an den Werbeausgaben, dafür, dass sie das Ganze transparent machen, ob sich die Werbekampagne lohnt und sie dabei eben helfen, das Ganze effizienter zu gestalten. Allgemein ist es auch so, dass die Werbung tatsächlich auch noch einen größeren Stellenwert hat. Sie wird aufgewertet, beispielsweise jetzt auch dadurch, dass auf Streaming-Plattformen wie Netflix oder Disney wir jetzt auch werbefinanzierte Modelle haben, die es ja bis vor kurzem noch nicht gab. Das wäre wieder das Connected TV, was da eine große Rolle bzw. Bedeutung hat. Und wenn wir uns jetzt mal im Qualitätscheck das Ganze anschauen, dann haben wir jetzt hier den bereinigten Gewinn. Und da sieht man, dass das sehr erfolgversprechend erstmal läuft, von links unten nach rechts oben. Dasselbe auch hier beim Umsatz zunächst einmal, wenn wir uns den isoliert anschauen. Wo es allerdings ein bisschen zwackt, wo wir Probleme sehen oder ich Probleme sehe, das ist hier bei der operativen Marge. Die ist nämlich stark rückläufig und ab hier können wir das ernst nehmen. Die ist von 33% gefallen auf 8,5%, teilweise war sie sogar nur bei 7,2%. Interessant wird es, wenn man die Bruttomarge mit einblenden, sagen wir mal hier den Bereich bis quasi zur Gegenwart, da sehen wir, dass es an der Bruttomarge nicht liegt. Die ist nämlich weiterhin extrem hoch, sogar noch leicht gestiegen über die letzten Jahre, liegt bei 81%.
Werte, die man nur als Softwareunternehmen erreichen kann. Die operative Marge hingegen ist gesunken. Und woran das liegt, das sieht man, wenn man hier auch in den Gewinnfluss reingeht. Die operative Marge noch im Jahr, Moment, ich muss hier zurückgehen, die operative Marge noch im Jahr 2020 war relativ hoch mit 17% und hat sich ja dann quasi halbiert. Hier war sie bei 17,25%. Das mal aus, dass man es hier nochmal schön sehen kann. Und wenn ich jetzt hier auf den Gewinnfluss gehe, ins Jahr 2020, wo die operative Marge noch bei den 17% lag, wir sehen es auch hier im Tooltip, 17,25%, und das dann vergleichen mit beispielsweise dem Jahr 2022, als die operative Marge deutlich niedriger lag, dann wird man sehen, dass es insbesondere am Betriebsaufwand liegt. Der lag im Jahr 2020 noch bei 575 Millionen US-Dollar und 2 Jahre später hat er sich mehr als verdoppelt und lag ja bei knapp 1,3 Milliarden US-Dollar. Was insbesondere daran lag, dass hier die Vertriebs- und Marketingkosten sowie die IT-Kosten in die Höhe geschossen sind, sich um großem Motto gut mehr als verdoppelt haben. Woran liegt das? Das liegt insbesondere an Zukunftsinvestitionen, denn The Trade Desk, also US-amerikanisches Unternehmen, macht momentan so gut wie alle Umsätze noch in den USA. Man will aber expandieren, insbesondere nach Europa und nach Asien. Und dafür nimmt man auch in Kauf, dass man erstmal sehr viel investiert, also Geld reinsteckt. Das sind Investitionen in die Zukunft und diese Investitionen in die Zukunft, die kosten schon heute und drücken deshalb die operative Marge recht deutlich. Wenn wir jetzt in den Qualitätscheck zurückgehen, sehen wir aber auch immerhin, dass wir hier bereits die Talsohle hoffentlich durchschritten haben. Also es ist ja wieder gestiegen von 7,2 auf 8,5%. Wir sind nach wie vor profitabel. Hier vielleicht noch so wichtig, wenn wir den bilanzierten Gewinn nehmen, dann sehen wir, dass der deutlich niedriger ist als der bereinigte Gewinn. Bereinigt um was? Bereinigt um Aktienvergütungen, das ist also Stock-Based Compensations. Und das ist nichts Ungewöhnliches bei Technologieunternehmen. Ich sehe das nicht ganz so kritisch. Was ich dann gerne mache, ist, ich hole mir noch den operativen Cashflow dazu und dann sehe ich, dass der tatsächliche Geldfluss sehr nah am bereinigten Gewinn liegt und nicht am bilanzierten Gewinn, weil diese aktienbasierten Vergütungen eben nicht cashwirksam sind. Insofern, für mich ist kein Problem. Was man hier natürlich sieht, ist dann, dass leicht Aktien hinzukommen, aber die Verwässerung hält sich soweit in Grenzen. Was sehr positiv ist bei The Trade Desk, das ist, dass wir hier eine Bilanz haben, die extrem stark ist. Wenn wir jetzt mal schauen, dann sehen wir zunächst einmal, dass The Trade Desk schuldenfrei ist. Das hier sind die liquiden Mittel in Höhe von 1,5 Milliarden. Und dem stehen zinstragende Schulden von weniger als 1/4 Milliarde gegenüber. Und wir sehen auch noch, dass die Tilgungskraft, sprich in diesem Fall 1:1 mit dem freien Cashflow, weil da keine Dividenden gezahlt werden, extrem hoch ist, dass der auch weiterhin steigt, dass auch mehr Geld in die Kassen gespült wird. Wir haben hier nicht mal Goodwill, ebenfalls positiv. Im Prinzip, man merkt es schon, glaube ich, halte ich das für ein wirklich sehr gutes Unternehmen, The Trade Desk. Und jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen, ob die Aktie günstig bewertet ist. Gucken wir uns hier mal die Multiples an. Und da sehen wir hier, dass wir ein durchschnittliches KGV auf dem reinen Gewinn von 53 haben. Und da liegen wir jetzt auch ungefähr. Oh, das heißt, 53 ist nicht gerade günstig. Der Markt scheint also auch zu glauben, dass wir es hier mit einem sehr, sehr guten, qualitativ hochwertigen Unternehmen zu tun haben. Das sind hier natürlich dann die Übertreibungen, wo teilweise wir hier KGVs hatten von über 100. Und das sollten wir dann auch hier beim fairen Wert sehen, wo es jetzt darum wirklich geht, zu bestimmen, was die Aktie fair, also ja, eigentlich kosten sollte, wo sie fair bewertet ist und wo wir dann auch ein Renditepotenzial ableiten können. Gucken wir uns das Ganze jetzt mal hier an. Und legen wir jetzt mal den fairen Wert auf den Bereich Gewinn drüber, dann sehen wir, denke ich, sehr schön, dass das Ganze hier auch soweit Sinn macht. Und wir haben hier jetzt eine Bewertung, die auch nahe ist am fairen Wert, der aktuelle Aktienkurs. Hier sehen wir dann die extremen Übertreibungen im Bereich Gewinn weg. So, jetzt sehen wir hier den fairen Wert jeweils. Und dann sehen wir hier die teils exorbitanten Übertreibungen, wo die Aktie über 100 US-Dollar schon gekostet hat. Der faire Wert aber erst bei 50 Dollar oder drunter lag. Und dann haben wir hier einige Crashs, sage ich mal, wo die Aktie mit dem Markt auch verloren hat. Und jetzt sind wir eben hier angelangt. Wachstumsraten prognostiziert beim bereinigten Gewinn so von zwischen
um die 20+% im Jahr 2024 soll es mal weniger sein, ansonsten dann aber drüber. Und wenn ich jetzt mal nicht bis hier hingehe, ins Jahr 2026, wo die Analysten sehr optimistisch wären, sondern nur bis 2025, dann hätten wir hier eine Renditeerwartung von 13,9% aufs Jahr, was also deutlich weniger ist als die 50% jährlich, die man mit der Aktie verdienen konnte, wenn man von Anfang an dabei gewesen wäre. Das heißt, für mich wäre das jetzt eher mal so ein Kandidat, wo ich jetzt nicht auf einmal mein ganzes Pulver quasi verschießen würde, sondern ich würde hier sukzessive vielleicht Kauflimits setzen, um in Tranchen zu kaufen. Wir sind ja sowieso momentan bei einer relativ unsicheren Lage. Da könnte man sich zum Beispiel ein Kauflimit setzen bei um die 60 US-Dollar. Da hätte man schon eine Renditeerwartung von knapp 20%. Nochmal ein Kauflimit bei 55, dann wäre die Renditeerwartung bereits bei 25% und bei 50 dann analog bei 30%. So könnte ich mir das Ganze vorstellen. Ich halte nämlich The Trade Desk, an der Stelle natürlich auch keine Kaufempfehlung, aber ich halte für Trade Desk für eine dieser gehypten Tech-Aktien, damals gehypten Tech-Aktien nach Corona, die tatsächlich was hermachen und die tatsächlich Perspektive haben, weil sie ein vernünftiges, funktionierendes Geschäftsmodell haben und soweit auch fundamental überzeugen können. Im Gegensatz zum Beispiel zu anderen Aktien wie Peloton und Co. Das war die erste Aktie, The Trade Desk. Jetzt wäre mal spannend, welche Aktien dir alle noch einfallen. Ich habe bereits schon eine andere Aktie im Kopf, die ich jetzt als nächstes analysieren möchte, in der gleichen Reihe quasi. Welche Aktien fallen dir denn ein? Hättest du gerne analysiert? Schreib mal gerne einen Kommentar drunter und ich lese mir das durch und vielleicht taucht dann noch die eine oder andere Aktie von euch in einem dieser Folgevideos auf. Okay, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.